Also du hast halt nur gesehen, die Bubis, die Brüste wurden richtig zusammengequetscht. Ne? Dann sagt sie, steht sie wirklich einfach so da und sagt uns: Please hold for a very important message. In dem heutigen Video werde ich etwas über mein Dilemma erzählen, das man natürlich mit sehr viel Humor nehmen muss. Es ist nämlich so, dass ich ja bekannterweise ein warmer Bruder bin, ich aber festgestellt habe, dass mich das falsche Geschlecht anflirtet. In den letzten ein, zwei Wochen ist das nämlich vermehrt passiert. Auch so Blicke auf der Straße der Frauen sind total intensiv. Die der Männer bleiben völlig aus. Also die der Männer, die mir gefallen. Der Mann, der mich anspricht, ist kernig, maskulin. Du würdest ihm eigentlich gar nicht ansehen auf den ersten Blick, dass er schwul ist, so vom Äußeren jetzt her. Und vielleicht liegt auch darin das Problem, denn sobald mir ein Mann gefällt, weiß ich gar nicht, ist der jetzt schwul oder nicht. Deswegen wünschte ich mir manchmal, es gäbe irgendwie ein Zeichen, welches jeder Schwule als Identifizierungshilfe tragen müsste. Was ist passiert? Ich habe jetzt mal zwei Geschichten. Die erste hat sich gestern ereignet. Ich arbeite im Modeeinzelhandel. Ich habe so die Abteilung aufgeräumt. Dann war da eine wirklich hübsche Frau, vielleicht 35 Jahre alt. Sie hätte so die fünfte Sex in the City Frau sein können. Also sah super schön gekleidet aus mit einem Blazer. Sie arbeitet vielleicht in einer Werbeagentur oder irgendwie sowas. Sie hat das perfekte Sportoutfit gesucht. Und während sie das getan hat und ich halt aufgeräumt habe, habe ich immer wieder gemerkt, sie hat mich angeguckt. Dann habe ich zurückgeguckt, freundlich gelächelt. Ich habe ja in dem Moment auch keinen Flirtmodus oder so, dass ich mir denke, okay, wie gucke ich jetzt, wie verhalte ich mich, weil mir ja gar nicht wichtig ist, wie sie mich in dem Moment findet. Ne? Das wird nämlich auch der Grund sein. Naja, und dann war sie später in der Anprobe und ich war zu dem Zeitpunkt auch in der Anprobe. Dann hat sie ihren Kopf so ausgestreckt und dann guckt sie so, lächelt sie ganz süß und sagt, kannst du mal kommen? Und ich da also zu ihrer Kabine hin, tritt sie so hervor, hat halt eine Sportleggings an und diesen Sport-BH, der super eng war, ne? Also du hast halt nur gesehen, die Bubis, die Brüste wurden richtig zusammengequetscht. Ne? Dann sagt sie, steht sie wirklich einfach so da und sagt, und? Wie steht er mir? Was würdest du sagen? Ist der zu klein? Habe ich da halt drauf geguckt und meinte, ja, also ich würde ihn eventuell nochmal in der Größe größer anprobieren. Sie dann so, also es ist zwar eng, aber sieht ja auch irgendwie gut aus, oder? Dann habe ich ihr halt nochmal den Sport-BH eine Nummer größer geholt. Und dann, als sie später fertig war, hat sie mir nur gesagt, sie hätte sich jetzt für den kleineren Sport-BH entschieden. Das wird jetzt auch richtig gut aussehen, wenn sie den so ein bisschen aufmacht, weil der hatte komplett einmal durchgehend einen Reißverschluss. Sagt sie, wenn ich den so ein bisschen aufmache, dann sieht das auch richtig gut aus. Das ist ja okay. Das ist ja wunderbar. Ich fand das jetzt nett, ne? Also nichts passiert. Ist jetzt auch nicht so, dass sie mich irgendwie angegraben hätte völlig. Aber so etwas ist mir mit einem Mann noch nie passiert. Dass ein Mann, der mir gefällt, mich irgendwie in seine Kabine bittet oder mich so lange intensiv anguckt und anflirtet. Nie. Zweite Geschichte. Ich war mit Mama was essen vor 2 Tagen. Mama sitzt mir also gegenüber. Ich freue mich des Lebens, dass wir endlich was essen gehen. Super lecker. Dumplings haben wir gegessen. Neben uns war ein Tisch, der war so parallel aufgestellt zu unserem. Da saßen 2 Mädels. Die saßen aber genau da, wo ich saß, nur auf deren Tisch. So, dass ich die nur hätte sehen können, richtig, wenn ich einmal so rüber geguckt hätte, was ich nicht gemacht habe. So, ich habe mich auf meine Mama konzentriert. Und ich merke aber so, meine Mama verhält sich komisch. Ne? Guckt immer irgendwie so rüber und ist verlegen. Ich kenne ja auch ihren Blick so, ne, wenn sie verlegen ist. Und dann sagt sie so auf Serbisch zu mir, ey, ich kann nicht mehr. Sagt so dieses Mädchen, sie guckt mich an, sie guckt dich an. Sie starrt die ganze Zeit auf dich. Ich so, echt? Dreh mich dann auch mal so um und hat sie auch direkt geguckt. Dann ist es mir aufgefallen. Dann ist mir aufgefallen, dass die komplette Zeit über, in der ich gegessen habe, hat sie einfach rüber gestarrt und hat gewartet darauf, dass ich mich umdrehe und darauf eingehe. Das habe ich halt nicht gemacht. Ich war dann auch ein bisschen verlegen, weil das schon super penetrant war. Ja, oder hartnäckig. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, wir sind, also ich selber an mir hasse es, dass ich so zurückhaltend bin. Ich bin super zurückhaltend. Wenn da ein Typ ist, der mir gefällt, erste Frage, ist der überhaupt schwul? Zweite Frage, beziehungsweise Schlussfolgerung, wenn er nicht schwul ist und ich mache den an, peinlich. Also, was mache ich? Ich erstarre und hoffe, okay, hoffentlich findet der mich so toll, dass der gleich irgendwie ein Zeichen mir gibt. Nein, es passiert nie. Die Männer gehen. Ich habe darüber auch mit Kolleginnen gesprochen. Die haben das dann beobachtet, so an der Kasse auch, so Situationen, wo mir ein Mann offensichtlich gefallen hat, haben die gemerkt. Aber nicht darin, dass ich mich dann toll mit dem unterhalten hätte oder
oder super freundlich, lustig war. Nein, sie meinen, du wirst dann immer eiskalt. Ja, weil ich immer nicht weiß, die sind voll oft auch mit einem Mädel da, denke ich, ist das deren Freundin, aber ich bin ja auch mit meiner besten Freundin unterwegs. Von daher, so, und wie schlimm ist es denn, wenn jemand hetero ist und ich zeige dem, dass ich den nett finde? Ich kann den ja aus verschiedensten Gründen nett finden oder nett zu ihm sein, aber erzähl mir das mal in dem Moment. In dem Moment bin ich wirklich so scheintot. So viel also zu meinem Dilemma. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du diesen Kanal abonnierst. Wir sehen uns. Ciao.